zu den Basenbädern. Also die Idee davon ist, dass man, also ich erkläre erstmal genaue Schritte auch. Oder ich erkläre erstmal, was das bewirkt. Und zwar Basenbäder wirken osmotisch, das heißt, die Körper von ungefähr 100% der Menschen sind stark übersäuert durch falsche Ernährung. Und meine Meinung ist, dass je nach, also es gibt meiner Meinung nach halt nicht die richtige Ernährung. Das hat immer mit persönlichen Ansprüchen zu tun. Aber die beste Ernährung, die sich jeder aussuchen könnte, jetzt allein auf der Ebene der Ernährung, jetzt nicht allein auf der Ebene der Gesundheit, da spielt dann noch mehr eine Rolle, meiner Meinung nach, aber allein auf objektiver Ebene der Gesundheit ist die, wäre die gesündeste und beste Ernährung meiner Erfahrung nach die roh vegane Ernährung, wo es auch noch ein paar Sachen zu beachten gibt, dass man halt jetzt nicht ganz viel Fett mit ganz viel Früchte oder sowas vermischt, das ist auch relativ klar. Und da das die meisten Menschen nicht so handhaben mit der Ernährung, was verschiedene Gründe hat, der Grund, das nicht zu wollen, den würde ich sogar als letzten Grund benennen, auch wenn mehrere Leute es benennen würden, ist das nur so, weil die halt keine Erfahrung damit haben und meiner Meinung nach stark manipuliert sind von der allgemeinen Meinung, weil wir halt auch soziale Wesen sind und Herdentiere sind und so weiter. Ich will auch nicht zu lang abschweifen, weil es hier um Basenbäder gehen soll. Die meisten Körper sind also stark übersäuert und dadurch entstehen gesundheitliche Probleme und Schlacken. Und ja, Naturwissenschaftler sagen, Schlacken gibt es nicht, aber ich habe sie schon gesehen, wie zum Beispiel durch den Darmeinlauf rauskommen, also etwas, was sich unterscheidet vom herkömmlichen Kot und auch deutlich anders riecht. Und Basenbäder ist das so, die wirken osmotisch, das heißt, man tut Badesalze da rein, die basisch wirken, also mit Mineralien sind das, basische Mineralien sind zum Beispiel Kalium und Calcium. Und wenn man dann halt wirklich länger badet, dann fängt ungefähr nach 2, 3 Stunden an, die Haut zu entgiften, indem halt die Basen die Säuren im Körper sozusagen anziehen, also osmotisch, und dann herausleiten. Dann müssten ja eigentlich auch die Basen in den Körper reingehen bei einer Osmose. Könnte so sein. Ich bin halt kein Chemiker oder Biologe oder sowas. Und ja, dann entgiftet erstmal 2, 3 Stunden die Haut und ab 5 Stunden, so 5, 6 Stunden entgiften dann innere Organe. Und deswegen sollte man auch mindestens 5 bis 6 Stunden wirklich drin baden. Man kann maximal für 20 Minuten zwischendurch halt raus, sich was zu essen machen, was essen, aufs Klo gehen und so weiter. Und die Temperatur sollte am Anfang auf 37 bis 38 Grad, also Körpertemperatur, gewählt werden. Kann man halt mit einem Thermometer, ich glaube auch mit Fieberthermometer oder sowas nachmessen. Und dann sollte man immer, also es sollte nicht ganz gefüllt werden, die Badewanne. Da sollte immer warmes Wasser nachgegeben werden. Aber nur ein paar Mal, weil ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht wann, circa eine Stunde oder eine halbe Stunde, ich sag jetzt mal eine Stunde, heizt der Körper das umgebende Badewasser selber auf Körpertemperatur auf. Also viele Leute schlafen dann auch in dem Wasser und das funktioniert deswegen auch, ohne dass sie es irgendwie unterkühlen oder eine Grippe oder sowas entwickeln. Ja, die inneren Organe, wie gesagt, entgiften dann nach 5 Stunden und das wäre durch eine Kombination von Sport und Ernährung gar nicht so stark möglich. Und dann setzen sich wirklich irgendwann unten so schwarze Pulverstoffe sozusagen ab auf der Badewanne. Und das sind dann, ist dann das, was man als Schlacken bezeichnet. Und das ist, weil
den meisten Menschen, die das machen, oder bei allen Menschen ist das dann der Fall. Und daran kann man sich selber schon beweisen, dass das existiert. Man sollte man auf niemanden hören, man sollte nicht auf die Leute hören, die sagen, es existiert, man sollte auch nicht auf die hören, die sagen, es existiert nicht, sondern man sollte es selber ausprobieren für sich selber. Das ist immer die beste Wissenschaft und die einzig sinnvolle in meinen Augen. Ja, Erfahrung halt. Experimente, Erfahrung und Leute, die halt Erfahrungen schon gemacht haben. Was gibt es da noch sozusagen? Gibt ein bisschen Geschichtliches auch zu sagen. Ich verlinke euch auf jeden Fall eine Seite, die mich richtig weggehauen hat. Ich hatte mal nicht richtig, also ich war richtig mindblowing. Habe ich die gerade hier noch offen zufällig? Ich meine schon. Könnte ich mir da auch kurz was rausziehen, was ich erzählen kann. Da ist es nicht. Vielleicht die Seite. Ja. Nicht. Verfällt die Bilder. Ich guck nur, ob ich nachher da wieder hinkomme. Warum eine Kombination aus Ernährung, Sport und wirkungslos ist. Also wirkungslos nicht. Hier steht auch, durch viel Bewegung und viel Trinken ist halt eine Entgiftung schneller möglich und man braucht dann insgesamt nur 50 bis 100 Jahre der Entgiftung. Ja, und bei einer rohveganen Ernährung und bei einem Alter von 25 Jahren circa braucht man, beziehungsweise man braucht dann genauso lange, wie man lebt. Mit den Basenbädern ist es so, wenn man, ich glaube, 15 Mal oder 30 Mal oder 20 Mal irgendwas in der Art für 12 Stunden ein Bad nimmt, dann hat man alle Schlacken schon weg und das schafft man innerhalb von einem halben Jahr und wenn man halt ganz schnell sein will, von ein paar Monaten. Das ist dann was schneller. Und wenn man es nur über Ernährung machen würde, würde man circa 5500 Jahre benötigen. Geschichte der Körperpflege. Also es war so, dass Basenbäder in der Vergangenheit sehr bekannt waren. Besonders in Germanien. Auch unter den Kelten. Und eine Theorie besagt, dass sie deswegen auch so Kälte, also temperaturunempfindlich waren, dass sie oft halt nackt gekämpft haben oder die Rüstung auf nackter Haut getragen haben, sehr widerstandsfähig waren, sehr kräftig waren, dass diese Kräftigung auch durch diese Bäder, durch die Entschlackung der Bäder zu tun hat. Und ich merke bei mir selber, dass meine Ausdauer, Kraft und Temperaturempfindlichkeit und auch meine Wundheilung stark verbessert wie jetzt oder wurde durch meine Entgiftung. Und die haben es halt durch Bäder gemacht und das will ich jetzt kombinieren. Und irgendwann wurden diese Bäder halt verboten, weil man gemerkt hat, dass die Leute, die Bäder eingenommen haben, revolutionär wurden und sich nicht mehr viel sagen lassen haben, weil die einfach entgiftet waren. Und deswegen wurden die irgendwann verboten von Rom oder Griechenland, ich weiß nicht mehr genau von wem. Und ja, das zeigt es ja eigentlich schon wieder. Und das könnte auch die Theorie, also ein Hinweis auf die Theorie oder eine Bestätigung für die Theorie geben, dass heute nicht, also heute sind natürlich Bäder nicht mehr verboten, aber dass immer noch oder dass damals auch schon andere Strategien noch angewandt wurden. Und zwar die gegenteilige Strategie sozusagen, dass man direkt vergiftet mit Nahrungsmitteln, was heute immer noch passiert, um halt die Menschen sozusagen immer vollgestopft zu lassen und Probleme zu schaffen, damit die halt gegen Regierung und so weiter nicht aufmüpfig sind. Also da glaube ich auf jeden Fall dran, aber ob man es glaubt oder nicht, ist ja einem individuell überlassen. Auf jeden Fall finde ich es unabhängig davon auch wichtig zu entgiften, egal halt, ob aus solch einem Grund oder zur eigenen Gesundheit und Wohlbefinden heraus. Es gibt da sehr viel zu lesen und auch zum Beispiel das Taufen also in der Kirche eigentlich ursprünglich den Sinn hatten, dass Johannes der Täufer halt wirklich solche langen Bäder veranstaltet hat auch. Ja, da gibt es sehr viele Lücken in der Geschichte zu füllen mit diesem Artikel, finde ich sehr genial. Wirklich mal wieder seit langem etwas, was ich gelesen habe, was ich richtig genial finde und mich motiviert hat. Das passiert nicht so häufig, ehrlich gesagt. Und da gibt es aber auch ein Video zu, was ich euch verlinken werde.
So, gibt's noch was zu den Bädern zu sagen? Ich hatte es noch nicht ausprobiert, ich habe es auch vor 2 Tagen erst davon erfahren. Also ich bin jetzt immer noch ein bisschen angeschlagen, wie man auch vielleicht sieht und hört von den Salz der getrockneten Tomaten und den vielen Samen und Nüssen. Also ich bin heute echt nicht gut drauf. Es dauert jetzt wahrscheinlich wieder 3, 4 Tage oder so, bis ich mich davon erholt habe. Also man wird echt krass sensibel, dadurch, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man dann auf jeden Fall sich überlegen sollte, wie schnell man da voranschreitet, um sich sicher zu sein, dass man das dann auch sicher beibehalten kann. Also wenn man Dinge halt erzwingt, dann ist es halt so, dass das nicht lange hält. Erzwungen habe ich jetzt noch nichts, aber ich bin halt schon ziemlich schnell und rücksichtslos. Nicht rücksichtslos, aber ich habe mich von sehr vielen Dingen sehr schnell gelöst. Und wenn ich dann aber dann wieder von den Dingen was nehme, wovon ich mich sehr schnell gelöst habe und weiterentwickelt habe, dann trifft es dann einen umso stärker, sage ich mal. Aber das ist eigentlich kein Problem. Das gehört einfach dazu und es geht trotzdem weiter und ich habe trotzdem eine krasse Progression und die Progression wird weitergehen, auf kurz oder lang. Man kann halt auch mal einen Schritt zurückgehen. Sehe ich jetzt kein Problem drin. Nur verzögert sich das dann alles, das finde ich natürlich schade. Ja. Genau, über die Ernährung könnte ich auch was sagen. Aber ich drehe jetzt noch ein Video ab und erzähle das dann da weiter. Bis dann.